Willkommen bei Five Goddesses, dem Community Card Game. Ich werde gleich mal den Discord durchgehen und ja mal so erzählen, was in der Woche los war. Wir schauen uns einfach den Infokanal an. Ich schalte jetzt mal rüber. Ich bin jetzt hier auf dem Discord und hier gibt es einen Kanal im Community-Bereich News, Infos und Ankündigungen. Dort poste ich immer so interessante Sachen. Und damit alle auf dem Laufenden sind, weil das ist doch immer schon viel Text, gehe ich diese Punkte einfach nochmal durch und erzähle ein bisschen was dazu. Am 22. April, da habe ich etwas über Five Goddesses Virus gepostet, mit so einem kleinen Flavortext. Was passiert da bloß in Astra Godessia? Die, die es vielleicht noch nicht gewusst haben, in der Lore, die ganze Welt um Five Goddesses herum, also in der Mitte, ne, mit der blauen Sonne, dem Astralkern, die ganze Welt nennt sich Astra Godessia. Und da passiert etwas Seltsames. Ne? Verrostete Ausrüstung wird gefunden oder liegt hier und da herum, so wie hier der Obuser Brustpanzer. Oder was ist denn hier mit dem Titan los? Das ist auch ganz interessant geschrieben, ist das so geheime Magie oder ist das etwa eine größere Bedrohung, die hier auf Astra Godessia zukommt? Die große Enthüllung, ja gut, gibt es natürlich auf der ersten Messe im zweiten Halbjahr, aber für alle, die in der Innovationsgilde drin sind, die erfahren es früher und können sogar bei einem Testspiel schon mal zuschauen. Jan und Fabo haben ein Deck vorbereitet. Ja, ich habe ebenfalls etwas vorbereitet und dabei kann man dann zuschauen. Also das ist noch so ein bisschen geheim, aber hier sind schon mal die ersten Bilder angeteasert, die so die Richtung anzeigen sollen und können. Dann gibt es noch eine zweite Information, Erinnerung der Kartenbeiträge bis zum 15.06. Das richtet sich an alle Artists hier auf dem Discord, die jetzt bei YouTube zuschauen. Also alle, die das jetzt hier hören, sehen, das richtet sich an alle Artists, alle, die gerne zeichnen, ob ihr Hobbyzeichner seid oder professionell damit ja, Geld verdient. Meldet euch gern bei mir. Hier gibt es auch im Kanal auf dem Discord einen Artist-Kanal, wo die Informationen zentral gebündelt zusammenlaufen. Ja, ihr könnt also gerne eine Karte für Five Goddesses malen. Die wird dann ja auf eine Karte gedruckt und euer Name wird auch auf der Karte unten mit erwähnt. Ja, es gibt eine tolle Kooperation, gerade bei diesem schönen Projekt, weil ich ja auch auf Messen auch immer über Artist Support spreche. Und umso mehr, umso größer das Ganze wird, umso mehr Aufträge können nach draußen auch generiert werden, weil das Budget dann da ist. Also alles wächst mit dem Interesse. Also hier nochmal ein offizieller Aufruf an alle Artists, alle, die Five Goddesses kennen und schon dabei sind oder die das jetzt auch neu hören. Ihr habt noch bis zum 15.06. Zeit, eure ja, Bilder einzureichen. Sprecht mich gerne direkt an. Ich kann euch dann den Prozess mitteilen, wie was funktioniert. Hier gibt es auch eine Verlinkung zu den aktuellen Karten als Kartenübersicht. Ihr könnt euch dann hier die aktuellen Karten anschauen. Das ist zum Beispiel die ganz neue Welt, die Astralwelt. Von dieser gibt es noch keine Artist-Karten. Ein paar werden jetzt schon mittlerweile gezeichnet. Aber gerade so eine neue Welt ist ganz interessant. Aber es gibt auch viele Karten von der Mittelwelt, Unterwelt und Oberwelt, die auch noch nicht als Artist-Version da sind. Also hier gibt es viel Entfaltungsmöglichkeiten. Ich habe hier nochmal ein paar Karten, ein paar aktuelle. Astralfragment oder hier Saphira Stufe 2. Hier kann man sich auf jeden Fall künstlerisch austoben. Ja, die Verlinkung, die gibt es hier im News- und Infobereich oder auch im Artist-Kanal. Dann gibt es eine
Kartenübersicht, die erstellt wurde. Die ist einmal für die Artists selbst, damit sie schauen können, welche Karten gibt es denn schon. Hier gibt es eine Übersichtsliste, die nach Spalten sortiert ist. Das sind natürlich viele Daten, also gibt es ja eine Filterfunktion. Also ihr könnt sagen, okay, ich möchte jetzt nur Bezwingerin sehen. Welche gibt es denn überhaupt und welche wurden denn von Artists schon gemalt? Ja, das mache ich jetzt mal. Ich setze mal den Filter auf. Oder mit, es ein bisschen eingegrenzt wird, auf Reliquien. Dann wird alles eingegrenzt und man sieht hier, die Christi hat sich für eine Reliquienkarte entschieden, und zwar Eris Ohrringe der Zwietracht. Und Belladonna ebenfalls eine Reliquie, eventuell ein Astralfragment der Ehre. Auf der linken Seite gibt es auch immer das Artist-Bild, wenn es dann da ist, auch das Original-Standardbild. Hier ein kleiner Hinweis, wenn ihr das, also hier gibt es eine Zoom-Funktion. Wenn ihr euch das Bild anschauen wollt, dann müsst ihr es per Copy-Paste hier rauskopieren und dann irgendwie in Word oder PowerPoint reinkopieren. Es geht ganz gut mit so einem geteilten Bildschirm, so links Copy, rechts dann in Word rein und dann kann man sich das halt in groß anschauen. Vom Aufbau her, es gibt hier die Season-Spalte, also in welchen Season Gallery Pack sind die Karten zu finden, in der Season 1 zum Beispiel. Kartennummer, wenn die da ist, das sind jetzt die neuen offiziellen Astralkarten, deshalb gibt es noch keine. Der Kartenname, der Kartentyp, was bist du eigentlich? Bezwingerin, Astralspruch, Reliquie, Gegenstand, welcher Künstler hat die Karte gemalt? Was ist das für ein Typ? Astralkarte, es soll aber auch noch Full Art Karten geben im nächsten Jahr. Also sagen bitte alle Full Art Karten, weil die Filter helfen da auf jeden Fall schon ein sehr weiter. Kartenursprung. Ich löse mal den Filter auf, damit man ein bisschen mehr sehen kann. So, Kartenursprung, also aus welchem Season-Deck kommt denn die Standardkarte? Das kann man dann hier sehr schnell sehen. Und welche Stufe hat die Karte? Hier gibt es halt viele, viele Informationen, weil der Adressatenkreis ist ja ein bisschen größer. Die schauen einmal die Artists drauf und gucken sich ja, die Künstler an. Also wer hat welches Bild gemalt oder welches Bild ist denn noch frei? Beziehungsweise hier werden die aufgelistet und die Sammler unter euch können sich hier halt informieren, ja, wie ist eure Sammlung, wie ist denn die Gesamtübersicht, wie sehen die Karten überhaupt aus, habe ich denn alle zum Beispiel. So, einmal wieder zurück zu Discord. Also hier gibt es dann, ja, wie gesagt, die Liste, den Link, könnt ihr euch gerne anschauen, hier im Community-Bereich, im Kanal News und Infos. Ja, dann gab es noch ein paar Umfragen. Eine Umfrage war zum Beispiel, ob jetzt schon zur Mitte des Jahres, zu Beginn der Messe, Vollkarten, also Glitzerkarten erscheinen sollen. Das ist nicht ganz so einfach aufgrund der Bestellung der Stückzahlen von der Investition her, weil es hat immer noch diesen Manufakturcharakter von den Bestellgrößen her. Und dann ist so eine Glitzerkarte extrem teuer im Verhältnis. Da wollte ich mal einfach abklopfen, wie wichtig ist euch das, die Foilkarten, Glitzerkarten ja, so schnell wie möglich zu haben? Oder ist es so, passt, ne, passt, mach erstmal die Basis fertig, so ungefähr, und die auf die Glitzerkarten konzentriere ich bitte erst im nächsten Jahr. Und die Umfrage war dann doch sehr eindeutig. Ja, einstimmig, Glitzerkarten sollen erst im nächsten Jahr kommen. Dann sage ich, interpretiere daraus, dass erstmal die Basis stehen soll, das Fundament. Und dann kann man sich auf das Look and Feel konzentrieren, ne, wie das Glitzer oder
das Schönmachen der Karten mit dem Blitzeffekt. Genau, also diese Umfragen sind sehr wertvoll, sind sehr wertvoll. Immer wenn ihr da eine entdeckt, einfach mal voten. Die Ergebnisse sind auch für jeden einsehbar. Das ist ja Community Card Game. Wir alle können natürlich dann auch die Ergebnisse betrachten. Oder ich habe die Einstellung noch nicht gefunden. Ja, gibt es bestimmt auch einen Schalter für eine anonyme Abstimmung. Ja, dann kam heute eine sehr gute Information rein, und zwar der Lageplan vom Five Goddesses Stand für die Polaris in Hamburg im Oktober, meine ich. So, ja. Im Oktober findet die Polaris statt. Eine ganz tolle Messe, sehr bunt, viel Cosplay, viele Stände, tolle Energie, und da freue ich mich schon sehr drauf. Und das ist der vorläufige Plan, der gepostet wurde, also mir geschickt wurde. Und wir haben es geschafft, uns von 4 Quadratmeter auf 8 zu erweitern. Auch dank euch und eurem Interesse. Und wir sind in der Nähe, also hier Luftlinie, gegenüber von Ravensburger. Ich sage dann ganz gern noch nicht auf Augenhöhe, noch lange nicht. Aber man ist schon so ein bisschen in der Nähe, und vielleicht lässt sich da der ein oder andere Kontakt knüpfen. Fand ich ganz interessant. Wir sind ja auch so sehr zentral, auch sehr schön, so mittig zu sehen. Und darunter befindet sich der Tabletop-Bereich. Und diesen Bereich kuratiert auch Dennis von Dice. Meine ich, hat er die letzten Jahre immer gemacht. Und da werde ich mal darauf ansprechen, dass wir da in Ruhe ein Turnier abhalten können. Das letzte Turnier fand ja im Dezember auf der Dreamhack Hannover statt. Das war schon, fand ich sehr geil. Und das können wir dann jetzt in Hamburg, ja, wiederholen, weil da auch die Five Goddesses Community auch sehr stark ist von den Spielern her. Genau, da bin ich halt noch dran, dass wir halt Tische bekommen und ein schönes Turnier spielen können, halt wie ihr es auch kennt, mit Pokalen und Preisen. Das wird wieder cool. Ja, das hat mich sehr gefreut, die Platzierung hier genau in der Mitte, Quadratmeter und mit einem berühmten Publikum drumherum. Das wird cool. Okay, das war die Woche. Das waren die neuesten News. Dann ein schönes Wochenende, und wir hören uns die nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.